Glück. Vom Beschlag hier vorne, er läuft nun mal ein bisschen verstellt. Und wenn ihr schon mit zwei Kappen arbeitet, dann muss man die Kappen versetzen. Okay. So, wenn du eine Dressur reitest und du kommst auf mein Häuschen los, dann denken, was das für ein schiefen Hund. Okay. Ich will den hier überhaupt auf dem Platz. Das Auge macht ganz viel und dadurch wird die Kappe, die innere zum Beispiel, weiter nach hinten versetzt, so rumgeholt, dass du den Huf optisch, wenn er schon über den Onkel geht, das ist aus dem Gelenk schon raus, der wird nach außen steht, aber der Huf, der kann ummodelliert werden, weil er, wenn er nach außen steht, er läuft ihn ja nicht so nach außen, er läuft ihn so über die Spitze. Mhm. Und da kann man auf die Zähne legen. Oh, bleib da ruhig stehen. Du weißt nicht, wie schön das auf dem Friedhof ist, sondern das ist immer gut auf dem Ziel. Sehr steif im Rücken. Wie oft reitest du denn am Tag? Oder wie lange? Im Moment nur eine Stunde, da eine Spritze ins Gelenk bekommen hat und jetzt erst wieder mit Arbeit anfangen dürfen. Aber das kann nun nicht von einer Phase mit einem Spritz ins Gelenk kommen. Dieses Pferd versteht sich und dadurch kriegt er auch die Gelenkgeschichten. Die Gelenkschmiere bewegt, kommt nur durch Bewegung zugange. Halbe Stunde Schritt, zwei Stunden Trabgalopp, halbe Stunde Schritt ist das Wenigste, was ein Pferd am Tag gehen sollte. Alles losmachen. Also ihr seht, die Pferde haben bei euch Urlaub und gehen dadurch vor die Hunde. Gut. Wenn du dein Pferd auf Dauer gesund halten willst, ohne Gelenkgeschichten, muss er gehen. So, einen weißen Löffel, was erkennen wir da dran? Zähne sind gut, vorne ein bisschen lang, die Schneidezähne. Wenn der Löffel weiß wird, bedeutet das, dass das Pferd nach 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen müde, triebig wird. Eisenmangel. Eisenmangel, gelbe Schleim heute auf Selen hinweisend, also du musst ein bisschen unter die Arme haben. Dann, er sieht glatt aus und spielt trotzdem im Fell, wie ein Wurmstuhl. Das macht mein Vater. Hast nicht mitgebracht, oder was? Ibomec. Genau. Er gibt eine Wurmkur und da kommen die nicht mit weiter bei so einem. Der ist offenhaarig und er ist auch ein bisschen zu schmal. Panzig, pustet, alles Hinzeichen auf Würmer. Eine Wurmkur geben. Die Würmer, das funktioniert folgendermaßen. Millionen Eier sind da drauf. Die erste Wurmkur bringt die Eltern um, die Alten. Die fressen normalerweise 70% der Würmer, die schlüpfen selber auf. Konkurrenz muss weg. Damit haben die immer einen Wurmpegel drin. Jetzt hast du die Alten umgelegt. Jetzt kommen Millionen Würmer hoch, die am 12. Tag schon wieder Eier legen. Also was machen wir? Genau am 10. Tag die zweite Wurmkur geben. Dann sprengen wir den Kindergarten hoch und dann ist es aus mit der Massenvermehrung. Ich schreibe dir das ab und schnell eben auf hier und dann musst du gleich eben einmal Sattel Braunwagen. Seite nur hier. Komm. Wo ist dein Arsch? Ja, da sind Beulen drin, genau. Wo soll er sein? Da, wo er unbenutzt ist. Da sollst du sitzen. Also.
Wir müssen ihn vorne so lassen, die Höhe braucht er. Ja. Ein Wintec-Formkissen heißt das. Mhm. Schreibe ich auf. Der kommt da runter und dann bist du gut drauf. Okay? Mhm. Und jetzt kommt das Schönste. Grabe, wie du noch nie gegrabt hast. Okay. Schritt hin, grab zurück. Grab da oder kommst du wieder hergehen? Nee, der Grab. Als Tipp, auch hier vorne mit Hufgelenksentzündungen, dass du siehst, dass der Huf unten schmaler wird, wie er oben schon ist. Ja. Also dein Pferd hat in Wirklichkeit Schuhgröße 48 und läuft in 40. Kraft auslösen, einpacken vorne, dass der Huf arbeiten kann, dass er weit geht. So, mit diesem Beschlag noch ein, zwei Jahre, dann setze ich dieses Pferd irgendwo auf dem Jahrmarkt. In Begleitung von Rosenkohl. Das hält kein Pferd aus. Als nächstes ist, dass sich eine Hufrolle bildet und dann ist der Bock fertig. Dann ist das Pferd nicht mehr weg. Okay, jetzt kann er ins Bett. Das ist ein Pferd fertig.